Mein Name ist Lienchen und das ist das erste Video meiner Halloween-Kürbis Herbst Edition. Diese ganze Halloween-Woche werde ich verschiedene Videos zum Thema Kürbis hochladen. Und wie ihr sehen könnt, ist es nicht meine Küche, sondern die meiner Eltern. Und hier startet auch schon das erste Video. Denn ich werde hier oder habe hier die letzten 20, 21 Jahre meines Lebens Kürbisse geschnitzt und das werde ich auch dieses Jahr tun. Und da hier halt verschiedene Kinder oder mehr Kinder vorbeikommen auf jeden Fall als in der Stadt, ist es natürlich sinnvoller, hier die Kürbisse aufzustellen, als nur bei mir zu Hause, wo nur ich sie sehen kann. Also viel Spaß beim Video. Ach ja, es wird kein Tutorial, sondern nur ein, naja, ein Video, in dem ihr sehen könnt, wie ich die Kürbisse schnitze. Vielleicht ist ja die ein oder andere Inspiration dabei, denn ich finde, Tutorials zu Schnitzvideos auf YouTube gibt es eigentlich schon genug. Also viel Spaß beim Video. Bis später. So, mit diesem Kürbis soll es losgehen. Der soll am Ende hier seine Nase haben, hier oben die Augen und hier einen gruseligen Mund. Ich bin mal gespannt, ich habe es noch nie gemacht, das wird mein erster Versuch. Wenn alles glatt läuft, könnte es am Ende so aussehen, wer weiß, wer weiß, ne? Naja, nur als zu sich selber schneiden, ne? Aber manchmal geht es einfach nicht anders. Ja, wie in den anderen Videos, wie man locker da durchkommt. Kein Problem. Und bitte bewahrt das Fleisch gut auf. Ich glaube, diese Schale ist ein bisschen zu klein. In dieser Schale wird das nichts. Kennt ihr das? Ich hasse es, Mann. Aus diesen zwei Kürbissen werde ich jetzt versuchen, ein Gefängnis zu machen. Das heißt, der große Kürbis wird das Gefängnis, in dem der kleine Kürbis sitzt und aufgefressen wurde. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber es wird schon.
Videos wird eine kleine Besonderheit, denn ich werde versuchen, ein Gehirn hier oben zu haben und hier unten dann das gruselige Gesicht. Allerdings muss ich mir gerade noch überlegen, wie ich am besten alles hier rauskriege. Ob sogar von unten oder wieder von hinten. Ja, das sind so die wichtigen Fragen im Leben. Ja, auf jeden Fall soll hier oben halt so eine kleine Gehirnmasse entstehen. Wir gucken mal, wie es am Ende wird. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht die ein oder andere Inspiration mitnehmen konntet, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und schickt gerne eure Kürbisdekorationen und eure Kürbisgesichter mit unter dieses Video. Bis dann! Tschüss!